Allerdings ist die Frage, ob er wohl auch Zeit hat, nach Waghäusel zu schauen. Dort gibt es nämlich Deutschlands erfolgreichste Foodbloggerin. Die kommt ja aus Baden-Württemberg, aus dem badischen Waghäusel. Hä? Foodbloggerin? Naja, die Lady kocht und backt, teils gemeinsam mit Töchterchen, das Ganze daheim in der Küche, filmt sich selbst dabei und Hunderttausende schauen im Internet zu. Wir jetzt auch. Und Günter Pretzechtl hat sie sogar besucht. Wenn Sally Kamera und Scheinwerfer anmacht, wird ihre Küche zum Filmstudio. Klappe für ein neues Video. Hallo, herzlich willkommen in unserer Tortenwelt. Heute ist Samira wieder dabei und wir werden heute süße Hefeteilchen machen. Und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten. Sallys Back- und Kochvideos gehören zu den absoluten Rennern bei YouTube. Die 26-Jährige hat bereits 180 Internetvideos produziert. Töchterchen Samira ist fast immer dabei und unterstützt ihre Mama. Dann kommt da die Füllung drauf. Das ist jetzt, danke schön, eine leckere Quarkfüllung. Und da kommt jetzt noch die Nussfüllung mit drauf. Das ist auch die Nussfüllung, die ich in meinem Nusstopf-Video bereits verwendet habe. Die Idee zu ihren Videos hat sie sich aus den USA geholt. Dort gibt es das schon länger. Dann habe ich gedacht, komm, in Deutschland gibt es das noch nicht. Es haben nur bisher einige Beauty-Bloggerinnen oder Blogger mal Rezepte versucht. Und dann habe ich gedacht, mit meinem Hintergrundwissen aus der Hauswirtschaft kann ich das einfach alles verbinden und kann dann einfach mal auch so ein Rezept online stellen. Sally ist keine gelernte Bäckerin. Sie hat Hauswirtschaft, Deutsch und Englisch studiert und ihr Referendariat zur Grundschullehrerin erfolgreich absolviert. Irgendwann will sie ins Lehramt einsteigen. Doch derzeit dreht sich bei ihr alles um ihre Tortenwelt und dabei hat sie besondere Ansprüche. Ich will einfach, so wie im Unterricht eben auch, die Leute ein bisschen weiterbilden. Bei mir geht es nicht nur um die Rezepte, sondern ich sage auch, wo man die Lebensmittel herbekommt, was gerade saisonal oder regional ist. Bis ein Video sendefertig ist, muss Sally die aufgenommenen Szenen sichten und schneiden. Das ist für sie die größte Herausforderung. Zwei Videos produziert sie pro Woche und sie hat schon über 100.000 Abonnenten. Damit lässt sich Geld verdienen. Ich bin natürlich jedes Mal stolz drauf, was ich geleistet habe, vor allem auch, weil ich ja kein Cutter bin und ich habe mir das alles irgendwie selber aneignen müssen, das Video schneiden, das Drehen. So fing vor 2 Jahren alles an. Sally backt einen Nusszopf. Um ihre Privatsphäre zu schützen, will sie ihren richtigen Namen in der Öffentlichkeit nicht preisgeben. Sallys Tortenwelt wächst. Bald will sie einen Online-Shop eröffnen. Dennoch bleibt sie bescheiden und natürlich. Ich bin Lehrerin, ich bin Waghäuslerin, Mama, Ehefrau, aber ein Star bin ich nicht. Backen ist seit ihrer Kindheit die große Leidenschaft. Ihr YouTube-Kanal Sallys Tortenwelt, ein Erfolgsrezept. Das Rezept gibt's zum Nachlesen auf sallystortenwelt.de und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.